Gut. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal weiter. So weit, so gut. Ja, hoch oder runter? Ich würde ja fast sagen hoch, aber wer weiß, wie viel weiter es dann noch geht. Na gut, kann man hier genauso sagen. Ich würde halt hoffen, dass es hier jetzt nicht so viel weiter geht. Alter, ist das dunkel. Ich sehe überhaupt nichts. Ich dachte, hier ist irgendwie ein Lämpchen, aber nee. Hier ist ein Schalter. Hier ist ein Schalter und der funktioniert sogar super. Ausgezeichnet. Ach du meine Güte, ist das hier groß. Es sind aber auch eher Arbeitsräume. Ja, da ist sie also. Kleines Biest. Na, geht ja gut los. So. Doch alles sehr schön detailliert hier. Der ganze Dreck und so. Ja, aber gehört dazu. Durchaus, das sieht hier auch nicht mehr ganz so frisch aus. Ja, und wohin ist sie verschwunden? Müssen wir jetzt der Ratte folgen? Ich bin mir halt auch generell nicht so sicher, wie genau man sich hier umgucken muss. Ich meine, sowas hier, es ist halt relativ offensichtlich. Ich gehe da mal eben rum und dann gucken wir uns das an. Ich weiß nicht, wie leicht es hier ist, wirklich was Wichtiges zu übersehen. Ja. Alles gut. Oh. Ist ja aber auch amtlich kaputt gegangen. Eine Brille. Eine Sonnenbrille? Oder einfach nur eine sehr dreckige Brille? Das könnte auch sein. Doch so ein bisschen sehr verbogen. Naja. Irgendwie eine Arbeitsbrille oder so. Ja, mit richtig ordentlichen Bügeln um die Ohren und so. Sieht irgendwie so aus, wie so eine Sportbrille oder sowas. Eine etwas ältere. Report Card, Grading Period, Reading, Written Communication, Mathematics. Können wir auch so lesen. Zeugnis, Wissenschaft, Gesundheit, Sozialkunde, Kunst, Musik, Sport. Vom Unterricht entschuldigt, ah. Notendurchschnitt 4443. Naja. Naja. Aber möchte einmal festhalten, also Mathematik ja nicht so, ne? So eher überhaupt nicht. Aber Kunst und Musik, Mann, was juckt mir denn die Nase so? Entschuldigt bitte. Gucken, ob ich das wieder in den Griff kriege. Die ist gerade extremst am Jucken. Ja, Kunst und Musik geht jedenfalls ganz gut. Könnte sich um unser Zeugnis handeln. Ach, hier ist ja komplett gar keine Wand. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen von der anderen Seite. Ist ja komplett durchlöchert hier. Naja. So, was haben wir denn hier sonst noch? Oh, ganz viele Scherben. Ja, dann haben wir bestimmt viel Glück. Besser keine Scherbe in den Fuß kriegen. Eine kleine Kerze hier. Hier sehe ich aber auch überhaupt nichts. Oh, was ist das denn? Alter. Und das Bild dahinter. Hallöchen. Ja gut, ich meine in so einem Künstleratelier, ne? Dann sind so Puppen vielleicht auch zu erwarten, so als Vorlage quasi. Oh, jetzt kann ich es nicht mehr zumachen. Naja. Ja, können wir uns denn hier vielleicht ein Schlückchen genehmigen? Das beruhigt vielleicht auch ein bisschen die Nerven, ne? Dann wird alles besser. Oder wir werden komplett paranoid. Das geht natürlich auch. Ah, hier ist auch zu. Na gut. Alles klärchen. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen wieder nach oben und vielleicht auch mal ganz nach oben. Ja, was können wir machen? Ich lasse hier aber das Licht mal an. Gucken, ob es hinterher trotzdem aus ist. Mal schauen. So, hier noch alles beim Alten. Hier die Uhr habe ich mir noch nicht genauer angeguckt, aber ich glaube, tickt sogar. Kann man auch nichts angucken. Okay.
Ja, dann gucken wir mal nach oben. Und hier haben wir noch weitere Gemälde. Ein kleiner Mann heißt dieses Kunstwerk. Und ein ganz hübscher. Ein ganz hübscher ist das. Okay. Wieder ein Nackedeihe. Oh, das ist auch ein komischer. Ja, sind bestimmt auch alles ganz berühmte Kunstwerke und ich banause, ich erkenne die natürlich nicht. Aber nun gut. Ja, bestimmt könnt ihr mich darüber aufklären, was es damit so auf sich hat. Gut. Aha, da ist auch noch eine Tür. Ja, werden wir mal erkunden jetzt. Das ist ja ein merkwürdiges Bild. Weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall ist hier gut beleuchtet. Das gefällt mir schon mal. Ganz. Ach. Was genau ist da geschehen? Ist die Tür gerade aufgegangen? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab's nur gehört. Dieses merkwürdige Geräusch. Ha. Eieiei. Da steht die Tür allerdings auch offen. Bäh. Sollen wir hier hinten mal anfangen? Alles gut, alles gut. Ein Kreisel. Nachwuchs und so, ja, ja. Ein Kinderzimmer. Und ein Wuf. Ist es denn schon in Verwendung? Oder in Verwendung gewesen? Oder wurde hier nur etwas vorbereitet für den Nachwuchs? Eine Rassel, ein Karussell, eine Spieluhr. Kleiner Kamm. Ein kleiner Soldat. Sieht aber auch schon ein bisschen abgegriffen aus. Wahrscheinlich irgendwie schon in der vierten Generation jetzt oder so immer weitergegeben worden. Diese Puppen da auch. Sehr beruhigend. Alles gut. Noch mehr Spielzeug. Klamotten. Allerdings nicht sehr viele. Möchte ich anmerken. Klötzchen. Können wir die Klötzchen vielleicht hier irgendwie einfach mal auf den Boden werfen? Dann kriegen wir irgendwelche Nachrichten oder so, weißt du? Okay, auf jeden Fall wurde hier schon gemalt. Das ist auf jeden Fall interessant. Also das deutet darauf hin, dass das Zimmer hier tatsächlich schon in Verwendung war. Oder ist das auch so ein Ding, eine Zeichnung, weißt du, ein Kunstwerk, das irgendwie auch schon 4 Generationen lang weitergereicht wurde. Diese Figuren. Finden wir hier eine geheime Nachricht? Beer. Beer. Und Ant. Eat. Beer. Eat. You. Okay. Ja, ein Bierchen werde ich mir nachher auch nehmen, aber jetzt noch nicht. Jetzt gibt es erstmal Käffchen. Bevor er ganz kalt wird. Wobei, es ist hier eigentlich so warm. Schadet es jetzt auch nicht so hart, wenn er ein bisschen kühler wird. Nun gut. So viel dazu. Nun gut. Ich weiß immer noch nicht genau, was das Geräusch da war. Ha, und auch eine verschlossene Tür. Okidoki. Bevor ich hier in die anderen Türen reingehe, schaue ich mich hier erstmal ein bisschen um. Ein edler Herr mit einem lustigen Hut. Wieder was zu saufen, natürlich, wie überall hier. Kann ja nicht sein, dass wir 3 Schritte machen, ohne eine Pulle in Reichweite zu haben. Ja, also Kunstwerke sind hier auf jeden Fall sehr, sehr vorhanden, sehr prominent. Was haben wir denn hier? Gut, das lässt sich jetzt nicht übersetzen, das sehe ich ein. Das ist eher eine universelle Sprache. Und? Kann er denn auch was? Kann er spielen? Boah.
Ich bin heute aber auch irgendwie schreckhaft, habe ich so das Gefühl. Alter, mach doch nicht sowas. Gut, der Flügel wollte auch nicht, dass wir weiterspielen, das sehe ich ein. Ja, wir gucken gleich mal in den Raum, der da offen steht. Hab die ganze Nacht gearbeitet, weck mich nicht auf. So, Frage. Haben wir das geschrieben? Oder ist da jemand drin? Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around, so funny. Dumpling here and there, dumpling everywhere, and I must declare, I stepped right on my toes. Was ist das? Eieiei. Hier ist aber Geheimvorrat. Naja, ich weiß ja nicht, ob er so geheim ist, aber hohoho, ist ja komplett voll hier alles. Können wir ihn hier nochmal anmachen? Leider nicht. Na gut. So, Klamotten hier. Ja, hier würde ich jetzt Klamotten erwarten. Zugegebenermaßen, das kann man machen. Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie es nur ab. Die unglaublich begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die sie selbst die passioniertesten Zweifler überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solche Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußerte sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint, dass sogar Anthony Giles, einer der schärfsten Kritiker von sie endlich in einem anderen Licht sieht. Von Giles war man bisher eher geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel, es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Nach der gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herrn Giles einen Gesichtsausdruck, der lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden konnte. Auf erneutes... Okay. Ja, und hier ist wieder was weggestrichen. Gut, das bezieht sich jetzt wohl auf... eine Dame? Vielleicht ja auf unsere... Liebste oder so. Zwei künstlerisch begabte Leute, das Bett, das ist da auch einfach genau so angeordnet und die Geometrie bietet sich auch so an, dass man da ja nicht, weißt du, ja nicht gucken kann, ob da etwas drauf ist, bevor man da ganz nah dran ist. Ja, ja, werden wir gleich mal gucken. Ich habe Angst. Gut. Da bleibt mir die Stimme weg. Gut, wollte ich sagen. Alles gut. Ja. Entschuldige, konnte nicht schlafen, das Bein hat wieder Ärger gemacht. Aha, Prothese und so. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Hauptsache, da steht immer, ich liebe dich dabei. Ah, hier ist auch ein Krückstock. So, so. Ich vermute mal, dass es sich auf unser Bein bezieht. Und hier, wir sind ein Geist geworden. Wir sehen uns auf einmal nicht mehr. Galactics große Eröffnung in Flammen, verheerender Brand im neuen Kaufhaus, Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lang erwartete Eröffnung des neuen Galactic-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, dem flammenden Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden, jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic, Ronald Sheffield, hat bisher jeglichen Kommentar zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. Und warum liegt das hier? Hat das wohl etwas mit einem... naja, mit etwas Persönlichem zu tun in dem Zusammenhang?
Könnte sein. Hier ein Kamm, da ein Kamm. Ich glaube jedenfalls, dass es ein Kamm ist. Gut, hier ist aber nichts und unter das Bett komme ich nicht. Gut. Alles gut. Oh, hier. Was? War da ein Lichtschalter oder? Oder was war das? Hä? Achso, die Tür. Gut. Was liegt da? Eine Kerze. Und was ist denn hier geschehen? Ist das mehr Rotwein oder ist es etwas anderes? Auf jeden Fall führt das da auf die Tür zu und sie ist abgeschlossen. Ja. Nun gut, dann würde ich sagen, probieren wir die offene Tür. Wieder dieses merkwürdige Gemälde. Einmal zumachen. Oh, sehr hell. Gut, ich muss auf jeden Fall nach den Lichtschaltern gucken immer. Das bringt schon einiges. Es kann einiges. Sieht auch aus wie ein Dokument, das man benutzen könnte, aber scheint dann doch nicht so zu sein. Ne. Aber finde ich ja gut, dass hier die Schubladen nicht ganz so leer sind. Also eigentlich war das nur bei der allerersten, die wir ausprobiert haben, der Fall. Den ersten paar. True story behind the picture of Dorian Gray. Was it true all along? Was it true all along? Was denn? Ja, warte mal. An astounding investigation by Professor Sowieso from the Sowieso University uncovers the secrets of this magnificent work by one of all-time greatest writers, Oscar Wilde. Haben wir doch auch ein Zitat gesehen am Anfang. Was Dorian Gray real? Did he have an insight into the esoteric? Is the novel filled with cryptic clues for the initiated? Read to find out. Okay. Können wir aber leider nicht tun. Würde wahrscheinlich auch jeden Rahmen sprengen. Wo kommt diese Musik her? Ist die in unserem Kopf oder wie verhält es sich damit? Und hier der Stuhl ist leider im Weg. Da kommen wir nicht ran. Ha. Hat es wohl auch ein kleines Upsi gegeben. Mit der Leiter. Na, hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Aha. Ein ziemlich altertümliches Telefon. Können wir es von da nach da tragen? Nee, wohl nicht. Schlüssel. Gut, gut. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Ist das unser Versprechen und wir haben es wieder mal, Fragezeichen, nicht eingehalten? Stattdessen liegt hier wieder eine Pulle. Rotkäppchen. Käppchen gesagt, Rotkäppchen. Ha. Brutal. kann man ja gar nicht zeigen. Das ist ja höchst brutal einfach. Mal gucken, was hier noch so kommt. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich. Weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustration malen zu lassen. Ah, hier die hier liegen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Ja, haben wir doch. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Dein alter Kumpel Liam Brickstone.
Verlagshaus Geflüsterte Geschichte. Ja, Whispered Tale Publishing House. Okay, also tatsächlich, ja, war da noch jemand nicht so einverstanden mit dem Resultat. Okay. Ist wahrscheinlich unseren, ja, besoffenen Fantasien entsprungen oder so. Hallöchen, mein befällter Freund. Hier können wir sogar noch ein bisschen Licht machen. Das ist ja sensationell. Wieder Scherben. Natürlich. Ach, du meine Güte. Ja, der hat's irgendwie mit den Upsis. Ich weiß ja nicht, was der hier so treibt, wenn er säuft. Ich sag das die ganze Zeit so. Es ist meine Vermutung halt, aber ist irgendwie berechtigt, oder? Denke ich mal. Nun gut, wir haben jedenfalls einen Schlüssel gefunden. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das der Schlüssel zu dem Raum da unten? Dem einen, wo auch der Zettel dran hing. Ja, oder zu irgendeinem anderen Raum. Hier gibt es ja irgendwie genug verschlossene Räume. Ich gehe mal nach unten. Wir gucken mal, ob dann irgendwie ein anderes Symbol angezeigt wird, wenn wir den richtigen Schlüssel haben. Die Schatten auch da draußen vor dem... durch das Fenster. Die Atmosphäre ist ziemlich dense. Ich meine, bisher ist nicht so viel passiert, aber ist trotzdem irgendwie ziemlich dicht, die Atmosphäre. Finde ich. Ah ja. Eine Hand mit Schlüssel. Macht Sinn. Ich habe sie aufgeschlossen. Mal auf die Uhrzeit. Viertel vor eins, wie es aussieht. Offenbar nachts. Gut, können wir die Tür auch wieder zumachen, ja. Ziemlich effizient sogar. Ha. Gut, eine Staffelei. aha. Da hat sich aber jemand ausgetobt. Hier müsste doch normalerweise eigentlich das Modell sitzen, würde ich erwarten. Aber was ist denn geschehen? Ich meine, die Farbe, die soll auf die Leinwand und nicht auf das Modell, weißt du? Aber naja, gut, von mir aus. Die Vorhänge, die wurden auch eher als Lappen verwendet. Hallo, so können wir unser Bein sehen? Nee, nicht so. Allerdings muss man sagen, er humpelt auch so ein bisschen. Ja, er humpelt auf jeden Fall. Ist mir bisher gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo ich eben drüber nachdachte, ist es immer irgendwie so eine Bewegung. Vielleicht sollten wir die Krücke besser mal mitnehmen. Pinsel und Farben. Welche Skizzen. Wieder der pinkelnde Nacktarsch. Okay. Ja. Das ist Kunst. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Guckt selber. Ja, vielleicht muss ich das ja auch dann wegbiepen und verschleiern. Irgendwie Mosaik drüber legen. Sonst wird das gesperrt direkt. Upload-Filter und so. Was, ein Raucher? Das kann nicht sein.